Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TNG-WG, liebe Freunde. Und wir sind noch mittendrin in unserer großen Grillparty. Ein Gas brennt! Ein Gas brennt! Oh nein, das gibt's doch gar nicht! Lösch ihn! Lösch den armen Mann! Wir kennen ihn nicht, aber er muss gelöscht werden. Oh, Macy Basie, du bist aber knackig. Lecko mio. Kann denn bitte jemand löschen? Warum brennt es denn hier so dauernd? Das gibt's doch gar nicht. Hör auf, dich darüber aufzuregen. Lösch diesen Mann. Um Gottes Willen. Lösch ihn doch. Lösch ihn doch. Wo löschst du denn? Warum muss das eigentlich immer passieren? Hier, das kann man auch noch löschen. Ach, das ist gelöscht. Sehr gut. Toll. 27 Simoleons kriegen wir wieder dafür, oder was? Und das Ding kostet 60. Also, das ist wirklich eine Unverschämtheit. Ohne Witz. Es ist einfach nur unverschämt. Aber die Lagerfeuerparty ist gleich auch vorbei. Hier ist die nächste, die gleich brennt. Ich habe schon wieder gesehen. Die quält sich da schon wieder. Der Bornhaushalt, ja, alles klar. Und du musst jetzt gleich sowieso los. Alle hier draußen so vor der Tür gucken wir jetzt aus. Was sollen die Nachbarn denken? So, Casting für Taylor beginnt in einer Stunde. Taylor kann dann jetzt nochmal eben auf Klo gehen, damit er wenigstens einigermaßen gute Laune hat. Unsere Dusche ist kaputt, sehe ich gerade. Die ersetze ich auch mal eben. Also so kommen wir natürlich nie an Geld. Da wir ja unseren Garten umgestellt haben, habe ich ja gesagt, wir werden auf jeden Fall erstmal wieder so 20.000 Simoleons sparen, um dann weiterzumachen. Dann gibt es auch die Sauna und sonstigen Rest. Aber das müssen wir alles so ein bisschen nach und nach machen. Achso, ich wollte nur sagen, was genau machst du da? So, ich mache jetzt hier erstmal einen Simstagram-Post, weil ich hier so cool am Lagerfeuer sitze und auch ein Bikini anhabe. Und ich finde, solche Bilder kommen doch einfach immer am besten an. Was genau hast du da jetzt fotografiert? Das hier? So, dann gehen wir hier ein bisschen schaukeln. Mit jemandem schaukeln. Können wir schaukeln mit irgendjemandem zusammen? Warte, hier mit Clemens Frost. Clemens hat bestimmt Bock. Vielleicht bleibt Clemens ja noch ein bisschen, wenn ich mit ihm schaukel. Sehr gut. Bild war erfolgreich. Also das war unsere letzte, das war so die letzte Party so für dieses Jahr, kann man sagen. Ja, weil jetzt ist ja langsam der Winter da und es wird kalt. Also es ist nichts mehr mit draußen rumhängen und ein bisschen chillen. Es ist jetzt kalt und wir haben jetzt einen Garten. Das ist natürlich super praktisch, dass wir genau zu dieser Zeit einen Garten haben. So, und du musst jetzt gleich auf jeden Fall arbeiten. Ich bin gespannt, ob er... Der Hund schwimmt immer noch um sein Leben. Vielleicht kommt er da auch einfach nicht mehr raus und er trinkt gleich. Weiß es nicht. Was stinkt denn da im Busch? Ach, jetzt stinkt gar nichts. Das ist er mit seinem Teller da. Dann ist ja gut. So, dann geh mal. Mutti? Entschuldigung, was macht sie denn da? Warum liegt sie in unserer Badewanne in Kot, so wie das aussieht? Aber es ist Schlamm, aber es ist trotzdem eklig. So, du bist weg? Ja, du bist weg, alles klar. Dann wünsche ich dir viel Glück. Und du, meine Liebe, kannst jetzt mal eben, Moment, das hier löschen, weil damit das hier nicht die ganze Zeit weiter brennt und wir gleich nachher noch sterben, weil ihr das ganze Haus abfackelt. Sehr gut. Gut gelöscht. Ich bin stolz auf dich. So, und sag mal, was ist mit ihr falsch? Das muss man sich ja wirklich mal fragen an dieser Stelle. Warum hat sie einen Imkerhut auf? Was ist denn mit dieser Frau los? So, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein Dröhnchen an hier. Ein Streamchen. Stream starten. Wer schläft hier? Okay. Mia schläft einfach mal so im Bett. Das finde ich schön. Mutti läuft hier mit dem Imkerhut durch die Gegend. Wer sind sie? Ach, die ist doch ein Star. Die ist ein B-Promi. Hm. Gut, dass wir die Drohne starten, wenn die jetzt klingelt. Was? Oh. Ich gebe der jetzt erstmal ein Autogramm. Weil ich bin nämlich hier der Star, nicht sie. Ich bin nämlich auch schon... Bin ich nicht auch schon ein B-Promi? Nein, ich bin ein aufgehender Stern. Fast. Fast B-Promi. Hallo. Das ist doch die, die da oben auf dem Hügel wohnt, die so viel Geld hat, oder? Ganz ehrlich, wir übernehmen dein Haus. Und wir übernehmen dein ganzes Leben. Hier ist ein Autogramm für dich. Bitteschön. Und sie denkt sich so, nee, deswegen bin ich eigentlich nicht hier. Um Umarmung bitten, wir fragen sie mal. Hat die uns nicht auch kein Autogramm gegeben? Aber wenigstens hat die Drohne das jetzt drauf, dass wir diesen Superstar hier, dass der bei uns zu Hause ist. Gibt die uns ein Autogramm? Haben wir von der schon eins? Ich guck mal eben gerade. Nee, von der haben wir tatsächlich noch keins. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Um Selfie bitten machen wir dann auch nochmal direkt. Und dann versuche ich mal mich vorzustellen. Vielleicht klappt das ja auch.
Guck mal, sie macht ja alles mit uns. Vielleicht klappt das ja wirklich mit dem Vorstellen, dass wir uns mit der anfreunden können. Das wäre ja praktisch. Oh. Ist unsere Drohne gerade kaputt gegangen? Na toll. Nee, ich glaube, Vorstellen klappt noch nicht so ganz. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal eben hier noch einen Burger essen. Genau, einen Veggie-Burger. Oh, die hat Mutti gemacht, das sieht man direkt. Und die restlichen Burger tue ich mal in den Kühlschrank packen, damit wir die auf jeden Fall auch noch haben. Damit wir so ein bisschen sparen können. Den einen Burger können wir jetzt auf jeden Fall noch essen. Hier ist auch noch ein angebissener. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch ins Bettchen. Beziehungsweise, ja doch, wir können schon ins Bettchen gehen. Das geht schon. Klappt schon. Und Taylor müsste jetzt eigentlich auch gleich mal von der Arbeit wiederkommen. Ich bin gespannt, was der dann zu berichten hat. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hat, weil die Katze, die ist ja so süß, ne? Aber ich frage mich ja dann auch immer die ganze Zeit, wann wird sie endlich erwachsen, diese Katze? Das weiß man einfach nicht, ne? Vielleicht müssen wir sie selber altern lassen. Das ist vielleicht die beste Idee. Anders geht's wohl nicht. Casting fehlgeschlagen, ja, das habe ich mir gedacht. So, warte mal. Dann gucken wir direkt jetzt mal, was neue Castings bzw. andere Jobs noch für uns über sind, wo wir vielleicht besser abschneiden werden. Weil Level 7 der Fitnessfähigkeit war jetzt auch ein bisschen blöd. Wir hatten halt da noch nichts. Aber das Geld hat halt gelockt, ne? Der Sheriff von Alpha Centauri können wir machen. Oder Captain Sigma Landung auf dem Olymp. Ja, ich mach mal hier der Sheriff von Alpha Centauri. So, was müssen wir machen? Level 7 der Comedy-Fähigkeit. Was haben wir da? Oh, Level 3 erst. Oh, das ist aber belastend, ne? Haben wir ein Mikrofon? Ja, wir haben ein Mikrofon. Können hier ein paar Witze erzählen, aber ich weiß nicht, ob das hier noch irgendwas wird in unserem Leben. Und Mutti liegt hier bei uns im Bett und schläft. Also ganz ehrlich, hast du kein Zuhause? Was ist denn mit ihr? Ich weiß es nicht, Freunde. Darauf muss ich jetzt erstmal einen Schluck trinken. Ich würde auch nochmal gerne in den Garten gehen. Weil wir da auch noch einige Sachen haben, die wir noch einpflanzen können. Das können wir eigentlich jetzt mal eben machen, weil sie hat eigentlich ganz gute Laune. Sie ist ja sowieso arbeitslos und deswegen kann sie das eigentlich ganz gut machen. Dann kann sie mal eben wie ein Schämpchen pieseln. Und dann kann sie hier mal ein paar Sachen einpflanzen. Wir haben ja einige Tüten, also hier sowas zum Beispiel. Frühlingspflanzen, Winterpflanzen. Das sind doch Sachen, die wir jetzt brauchen. Warte mal. Wo sind die Winterpflanzen da genau? Dann würde ich sagen, Paket öffnen. Paket öffnen, Paket öffnen, Paket öffnen, Paket öffnen. Und öffnen. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Zwiebel, Kartoffeln. Ah, okay, da ist sowas drin. Birnen. Oh, okay, okay. Warte mal, dann machen wir mal hier Zwiebeln. Und Kartoffeln machen wir da auch noch rein. So, Birnen, können wir nur eine, ja, weil ist ja klar, ist ein Baum. Ich guck mal eben, was noch in den anderen drin ist. Moment, hier sind ja noch mehr. Vielleicht sind da auch noch andere Dinger drin. Ja, hier sowas ist so, Krokus, okay. Das pflanzen wir natürlich jetzt alles hier an. Und Lauch, der gute Alte. Ist es Lauch? Was hat sie denn da jetzt in der Hand? Hilfe. Ach, Spinat ist das tatsächlich. Ah, okay. Spinat, das brauchen wir natürlich auch. So, sehr gut. Dann haben wir jetzt noch hier ein Plätzchen, da können wir noch eine Zwiebel machen. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, pflanzen wir das alles mal eben ein. Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Ich hoffe, das macht sie dann den Rest automatisch. Ich muss sie das jetzt nicht alles anklicken. Sehr gut. Dann haben wir nämlich hier auch unser Gärtchen schon schön. Ja, ja, sie pflanzt alles automatisch, sehr gut. Dann machen wir das mal so. Und dann haben wir hier nämlich auch schöne Pflanzen im Garten, die wir dann auch noch zusätzlich verkaufen können. Also das bringt dann ja dann auch nochmal ordentlich Geld. Schön, dass es auch direkt regnet, dann brauchen wir das nämlich auch gar nicht gießen. Das gefällt mir sehr gut. Oh, es schüttet aber direkt in Strömen, ne? Holla, holla, holla. Sogar mit Gewitter, also es soll schlechtes Wetter geben. Gut, dann gehen wir jetzt auch gleich direkt rein, wenn wir das hier alles eingepflanzt haben. Hä, wo sind denn die zwei hin? Da waren doch auch noch zwei drin, oder nicht? So. Ja, es gewittert tatsächlich. Also wir müssen jetzt so schnell es geht rein. So, guck mal, da weg. Nein! Habt ihr das gesehen? Ich bin direkt vom Blitz getroffen worden. Ist das dein Ernst? Ich bin
2 Sekunden draußen bei Gewitter und ich werde direkt vom Blitz getroffen. Das gibt's doch nicht, Freunde. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Ich will es jetzt aber irgendwie noch zu Ende bringen, ganz ehrlich. Sehe ich jetzt mal irgendwie gar nicht ein. Ich will das jetzt eben noch fertig machen. Hier, das und das werde ich jetzt wohl noch einpflanzen können, ohne dass ich vom Blitz getroffen werde. Oh mein Gott. Einfach vom Blitz getroffen. Unglaublich. So viel Glück muss man auch erstmal haben, ne? So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt schlafen, weil es ist auch 2 Uhr. Es wird Zeit fürs Bettchen. So, du bist hier immer noch deine Witze am Erzählen. Das bringt dir aber auch nicht viel. Du musst jetzt nämlich auch langsamer schlafen. Schlafen. Ich gehe einfach mal auf Schlafen und guck mal, ob die Mutti dann auch... Ja, sie steht auf, sehr gut. Sie ist aber auch durchtrainiert. Man muss sagen, Mason und Mia, ne, die sind ja beide so voll Fitness, ne? Also die sind so durchtrainiert, alle beide. Cosi denkt sich so, nee, ganz ehrlich, dann bin ich weg. Also wenn ich hier nicht schlafen kann, dann bin ich einfach raus. Das hat sie sich hier hingebeamt, weißt du? Das hätte sie auch einfacher haben können. Hätte sie auch einfach hinlaufen können. Aber gut. Es ist nicht mein Leben. Ich mische mich da nicht ein. So, dann schlaft mal alle schön. Ich guck mal eben, wie viel Schlaf die hier so alle brauchen. Also sie brauchen schon ein bisschen. Können wir das hier auch noch schneller laufen lassen? Oder warum geht das nicht? Ah, okay. Jetzt ist wieder nur bewölkt. Es hat aber ordentlich geregnet, ne, Freunde? Aber wir haben einen Blitz überlebt. Unglaublich. Hätten wir mal die Drohne am Start gehabt, dann hätten wir das sogar alles noch dokumentieren können. Haben wir aber leider nicht. Das ist natürlich jetzt Pech. Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Schon wieder mit Gewitter. Oh. Ganz ehrlich, also das Wetter lässt aber im Moment zu wünschen übrig. Ne? Das muss man aber wirklich sagen. So, dann ist sie jetzt gleich auch ausgeschlafen. Kann sie eigentlich direkt mal runtergehen und was zu essen machen. Und zwar... Hä, warum sind hier überall so Stangen in den Wänden? Eine schnelle Mahlzeit Käsecracker. Ich habe keine Lust. Ich weiß nicht, warum hier überall so Stangen in den Wänden sind. Da auch. Also ganz komisch. Ich weiß nicht genau, wovon die kommen. Vielleicht habt ihr da eine gute Idee, woher das ist. Ich werde jetzt erstmal Käsecracker essen. Ihr wisst, ich koche nicht mehr, seitdem wir letztes Mal verbrannt sind. So, und wir sind auch immer noch verbrannt. Wir sollten duschen gehen, dringend. Aber das kann sie jetzt gleich machen, nachdem sie da gegessen hat. Ach, der Dog. Der liegt hier und schläft. Jetzt ist er wach. Wie sie an den Käsecrackern riecht so und denkt sie so, ah, Käsecracker, jeden Tag. Einfach immer Käsecracker. Ich liebe es. Das ist mein Leben. Genau mein Lifestyle. So. Wenn sie gegessen hat, dann kann sie hier mal eben duschen und auf Klöchen gehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal eben hoch und nehmen nochmal ein Video auf. Machen wir mal Beauty-Tipps. Hatten wir, glaube ich, schon längere Zeit nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht. Manchmal klicke ich einfach irgendwas an und sehe es gar nicht so richtig. So, dann haben wir gegessen. Sehr gut. Fernseher wieder aus. Hallo Grace, das Lifestyle-Unternehmen Out & In startet eine Werbekampagne und möchte, dass seine Marke mit einem Star wie dir in Verbindung gebracht wird. Schließe in den nächsten 24 Stunden einer folgenden Option ab, um den Vertrag zu erfüllen. Verwende die Videostation, um aufgenommenes Videomaterial hochzuladen. Zeichne mit einer Drohne Filmmaterial aus der Nachbarschaft auf, lade dieses Reisevideo hoch. Ah, okay, aber unsere Drohne ist kaputt. Dann müssen wir die wohl ersetzen. Bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Bevor wir dann jetzt was aufnehmen, schicken wir die mal eben los. Filmmaterial in der Nachbarschaft aufnehmen. Genau, das machen wir mal als erstes. Und dann würde ich sagen, gehen wir hoch und machen selber hier mal ein paar Modetipps, beziehungsweise Beauty-Tipps, Video aufnehmen, Beauty-Tipps. Und dann haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die arbeitet für uns und wir arbeiten für uns selbst. Los geht's, Drohne. Geht die jetzt? Hallo? Ah, jetzt geht sie los. Gut. Tschüss. Wie sie losfährt. So, wir nehmen in der Zeit schon mal Beauty-Tipps auf. Sehr gut. Und du kannst jetzt auch ein bisschen was essen, dich fresh machen. Genau, so kannst du den Burger von gestern nehmen. Sehr gut. Winterfest. Freue ich mich. 2400 Simoleons wieder dazu verdient. Also im Moment geben wir auch wieder sehr viel Geld aus, muss ich leider sagen. Aber es bleibt uns auch im Moment nichts anderes übrig. Wenn die Drohne und sowas kaputt ist, das müssen wir leider reparieren, damit wir hier überhaupt weiterkommen im Job. Das hier spüle ich mal eben ab. Das brauchen wir nicht. Und das spüle ich auch mal eben ab. Wir brauchen auch eine Mülltonne. Hatte ich in der letzten Folge auch irgendwo gelesen. Da muss ich mal gerade gucken, ob wir hier eine Mülltonne finden. Mit Sicherheit. Wir nehmen natürlich wieder die, die Geld gibt. Einfach die beste Mülltonne ist. So. Dann haben wir das nämlich auch. Sehr gut. Und wir haben auch keine Musikanlage. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist auch mal sehr trostlos hier. Die Katze läuft die ganze Zeit im Kreis. Denkt so, miau, miau, mein Leben ist so schlecht. So.
Toilette, duschen. Dann haben wir das nämlich auch schon. So, du nimmst hier deine Beauty-Tipps auf. Während die Drohne fährt. Ich weiß nicht, wann die Drohne wiederkommt. Reisevideo, okay, das reicht. Dann haben wir ein Reisevideo und die Mode-Tipps. Die Beauty-Tipps-Videos hier, die wir noch hier gemacht haben. So, Beauty-Tipp auch fertig. Sehr gut. Videobestand ansehen. Was haben wir hier? Das laden wir einfach jetzt mal eben so hoch. Jetzt gucke ich mal eben gerade bei der Drohne. Die müsste eigentlich das Reisevideo jetzt noch irgendwo in sich drin haben. Das hört sich jetzt falscher an, als es ist. Wo ist denn die Drohne? Ja, wo ist denn die Drohne? Ah, Grace, dieses Material ist einfach spitze. Okay. Video wurde hochgeladen. Okay, okay. Wo ist die Drohne jetzt? Genau. Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. Hä, wo ist denn die jetzt wieder gelandet? Ach, da. Ich geh mal hier rein, damit die nicht so nass wird. Ich guck mal eben da rein. Hier tatsächlich, warte mal. Videostation übertragen. Und hier auch. So, warte mal, ich guck mal eben, ob das funktioniert. Ach, hackt sie sich jetzt quasi in die Drohne ein, oder wie kann ich das jetzt verstehen? Ich guck mal eben. Ja, jetzt habe ich hier tatsächlich noch zwei Reisevideos. Dann laden wir das hoch. Und das andere laden wir auch direkt hoch. Video hochladen. Boah, da haben wir heute drei Videos gedroppt, Leute. Lecco mio. Du wirst täglich und nach Aufrufen bezahlt. Sehr gut. Hier haben wir noch unser, Dingens. Hä, ohne Rahmen? Schätzen lassen. Ich lass mal schätzen. Vielleicht ist er mehr wert, als wir denken. Okay, ich lasse es nicht schätzen, weil wir jetzt gerade unten sind. Dann gehe ich nicht wieder hoch. Hier ist noch ein Samenpaket. Das kannst du mal öffnen. Und dann gucke ich mal eben draußen nach unseren... Oh, oh. Hör mal, hör mal. Also hier... Lecco mio. Alles verkaufen. Das machen wir mal. Machen wir alles verkaufen. Dann können wir direkt Geld machen. Sehr gut. Hier hat glaube ich, auch der Blitz eingeschlagen, wie ich gerade sehe. Setz dich mal. Hä, hier überall? Was ist denn hier los? Mensch. Wir haben noch kein Geld. Wegen den Wetterbedingungen werden wir hier dauernd, müssen wir dauernd Geld ausgeben. Das finde ich nicht gut. So, Spinatpflanzequalität ist normal, also nicht super geil. Aber sie ist normal und hier wächst aber eigentlich alles ganz gut. Herbst, Winter, ja. Saison ist sehr gut. Taylor verschwindet aus dem Rampenlicht. Taylor, du musst schnell einen Instagram-Post machen. Es wird Zeit. Fürs Simstagram. Mach das mal. Boyeps. Mach mal direkt zwei. Damit man dich irgendwie nicht vergisst. Und du kannst ja auch mal einen machen. Klasse. Sehr gut. Wie sieht es jetzt aus bei ihr starmäßig? Ja, also wir steigen hier immer weiter auf. Also bei uns läuft es auf jeden Fall. Also Grace ist starmäßig auf jeden Fall ganz gut dabei. Er tut sich ein bisschen schwer. Er verschwindet immer mal wieder aus dem Rampenlicht. Ey, hier hat echt überall der Blitz eingeschlagen. Ist echt unglaublich. Und die Pflanzen sehen jetzt auch so unheimlich trocken aus. So, ich würde sagen, wir gehen mal eine Runde mit dem Hund, weil der ist schon wieder hier sehr traurig. So, wir machen einen kurzen Spaziergang. Damit der mal ein bisschen rauskommt, der Arme. Und nicht hier drin so versauert. Guck, wir haben schon 14.237 Follower. Also ist schon jede Menge. Schon mal sehr, sehr gut. Mary Sullivan fragt sich, ob sie rüberkommen kann und abhängen kann. Ganz ehrlich, du hast eine Hausschüssel. Komm doch einfach. Ihr kommt doch sowieso einfach. Weißt du, sie liegt hier im Schlamm in unserer Badewanne. Und jetzt schämt sie sich einfach vorbeizukommen, oder was? So, wir gehen eine Runde spazieren. Und ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann solltest du diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren. Und dann bist du immer dabei, wenn eine neue Folge der TNG-WG kommt. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich sage, bis demnächst. Hau da rein. Tschüss.